Hello, ciao, hola, and hi. This is my first video in English and in German. Mein erstes Video in Englisch und in Deutsch. Ein Multisprachen- oder zweisprachiges Video. A dual language video, if you so will. It's a little bit about me, ein bisschen über mich. First of all, why do I speak English? Or why, what made me learn English? Also warum ich Englisch kann oder was mich dazu gebracht hat, Englisch zu lernen. My mother and my father weren't that close before I even was 2 years old. Meine Mutter und mein Vater waren nicht so nah zusammen, bevor ich überhaupt 2 Jahre alt war. Haben sich getrennt. They got divorced. At the age of 8, 9, 10, I don't know exactly anymore. My mother married an American. Meine Mutter hat einen Amerikaner geheiratet, als ich so etwa 8, 9 oder 10 Jahre alt war. Ich weiß nicht mehr ganz genau. At the age of 10, we moved to Florida. Als ich 10 war, sind wir nach Florida gezogen. First we lived in Homestead. That's south of Miami, between Miami and the Keys. Zuerst lebten wir in Homestead, das ist zwischen Miami und den Keys. Then later on we moved to Orlando, where we lived in Altamont Springs. Später sind wir nach Orlando gezogen, wo wir in Altamont Springs gewohnt haben. So eine Art kleiner Vorort von Orlando. So if you're living in Altamont Springs or Homestead or something, then hi, how you doing? Und wenn ihr dann in Homestead oder in Orlando, also in Altamont Springs wohnt oder so, dann sage ich mal, hallo, wie geht's euch? Und schönen Gruß an Douglas. Greetings to Douglas. There I had my first impressions of comics, of a comic book store. I was walking to a new kind of store. I didn't knew anything like this. We didn't have it in Germany. Also ich, das erste Mal, wo ich da so eine große Impression hatte, war mit dem Comic-Buchladen. Ja, ich hatte sowas noch nie in Deutschland gesehen. Das erste Mal bin ich in so einen großen Laden nur für Comics reingegangen. That was amazing. Das war schon erstaunlich. I walked in and saw all this comic books on the shelves and stuff. It was amazing and all sorts of superheroes and comics of other things than superheroes and it was astounding. Also ich, das war schon erstaunlich. Die ganzen Sachen in den Regalen drin von den ganzen Comics von Superhelden und anderen Arten, die nicht Superhelden waren, aber auch Comics waren. Ja, es war ziemlich beeindruckend. That's where I first saw somebody using a ring as a superhero. Das war das erste Mal, wo ich jemanden gesehen habe, der einen Ring benutzt hat, der ein Superheld war. It was Green Lantern. Es war natürlich Green Lantern. Und zwar habe ich dann gesehen, er konnte alles mit diesem Ring machen. Und für einen Zeitraum, immer wenn ich irgendwas gehört habe von einem Herrn der Ringe, hatte ich auch sowas wie Hal Jordan im Kopf. Oder, weil er auch irgendwann dieses Plakat hatte, wo er 1000 Ringe hatte. Also 1000 ist jetzt übertrieben. Und wo er wahnsinnig geworden ist, ne? Und hat jede Menge Ringe gehabt. Bis dahin hatte ich schon einige Comics gelesen von Green Lantern, bis hin zu Hal Jordan, wo er wahnsinnig geworden ist. All times I hear, I heard of a Lord of the Rings was like, oh, Lord of the Rings, who is that? It's Green Lantern? I didn't know at that time. And I thought of Hal Jordan, like he had thousands of rings on his hand. So, okay, thousands is a little bit too much, but you know what I mean. So, when he went mad. I read some comics before then and then Hal Jordan getting mad. Das war sehr beeindruckend, was man mit diesem Ring alles bewerkstelligen konnte, wenn man nur genug Gedankenpower und Willenskraft hatte quasi, Angst überwinden konnte und sich alles mögliche vorstellen konnte. If you had the sense of overcome fear and the willpower to think of anything you could make with a ring, with the you could make constructs with the ring of any sorts. You could Konstrukte mit dem Ring machen, jedwede Art. What else? Okay. We knew He-Man and Masters of the Universe in Germany. It was a little bit old at that time I went in, to America. Also wir wussten schon von He-Man und die Masters of the Universe in Deutschland. Wurde schon ein bisschen alt, als ich nach Amerika gegangen bin. But then I found out about the G.I. Joes. And the Thundercats and the Smurfs. I knew the Smurfs in German, Schlümpfe. But then I saw the Smurfs in English. And all kinds of stuff. Also, ich habe dann herausgefunden, dass es die G.I. Joes gab. Und die Thundercats, die mochte ich noch. Und die Smurfs habe ich gesehen. Smurfs?
Das sind die Schlümpfe in Englisch. Ja, die Schlümpfe kannten wir schon, aber ich wusste nicht, dass sie in Englisch Smurfs heißen. So, it was amazing time. Es war eine erstaunliche Zeit. For me as a child. And I learned about all the cereals. Lucky Charms, my most favorite. Ich habe auch jede Menge Cerealien, also Kellogg's Cornflakes, sowas in der Art kennengelernt, wie zum Beispiel Lucky Charms. Das mochte ich über alles. And thousands I tried, over and over. Und Tausende habe ich immer wieder probiert, noch und noch. Man muss sich das so vorstellen, in Amerika, diese ganzen Regalen mit diesen Cereals, das waren wie zwei Regalwände von ganz vorne bis ganz hinten, 10 Meter lang, und also links und rechts. Ne? So, it was like the left side and the right side was with cereals filled almost 10 Meter long. And it was astounding for me. I didn't knew something that big was existing in the cereal factory. And, you know, also in der Frühstückssparte wusste ich gar nicht, dass es so viel gab. Viele Eindrücke in Amerika, lot of impressions in Amerika. It didn't work out that well. Also es ist nicht so gut gelaufen. So bin ich wieder nach Deutschland. So I moved back to Germany. And then the Germans were a little bit funny, I say. They were like, you know, square. Also die Deutschen waren so ein bisschen komisch. Die waren so ein bisschen in ihrer Sichtweise eingeschränkt, habe ich schon gemerkt. The Americans were very tolerant, but maybe sometimes ignorant of the facts of somebody's belief if he is a little bit radical or something because they were too tolerant. But it's good that they are tolerant. Also manchmal waren die Amerikaner zu tolerant, weil sie nicht gesehen haben, wenn jemand ein bisschen zu abwegig mit seinen Fantasien und seinen Denkweisen war, so radikal vielleicht in seiner Sicht der Welt, weil die vielleicht schon zu tolerant waren, aber es ist gut eigentlich, dass sie tolerant sind. Ja? Also, I like tolerance. Ich mag die Toleranz. I missed a little bit of tolerance in Germany when I came back. Als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich ein bisschen von der Toleranz vermisst. I was the American in Germany when I came back from America. I was a German my whole life long because I am a German, you know? Also, als ich von Amerika wieder zurückkam, war ich der amerikanische Typ auf einmal. Obwohl ich mein ganzes Leben lang ja der Deutsche bin, weil ich ein Deutscher bin, ja. Aber naja. So, I had a hard stand in Germany a little bit. Ich hatte einen harten Stand am Anfang in Deutschland so ein bisschen. But over the years it went to normal. Also über die Jahre wurde das alles wieder normal. Comics, big part of my life, großer Teil meines Lebens. Because of Green Lantern and my imagination, I knew exactly what I would do when I had a ring. Ich wusste genau, was ich machen würde, wenn ich einen Ring hätte. And I had my first computer experience in America too, because there was a guy, he had a C64, Commodore C64. Meine erste Begegnung mit einem Computer hatte ich in Amerika, weil da gab es einen Typ, der hatte einen C64, Commodore C64. He played a little game where you were on a skateboard and had to move around objects, not fall down. You know what I mean? I don't know the name of the game. Also, da gab es einen Skateboardfahrer, den hat man gespielt auf dem C64, da musste es irgendwelche Objekten ausweichen und durfte es nicht vom Skateboard fallen. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Eine andere Sache, die ich erfahren hatte als kleines Kind in der Grundschule, war, dass ich quasi Beidhänder war. Ich war quasi Beidhänder, ich konnte mit links und rechts verschiedene Sachen machen, bin immer mal nach links oder nach rechts gegangen mit den Sachen, die ich tat. Man hat festgestellt, dass ich zum Beispiel rechts auch oft öfter male als links. Ich male zwar auch links, aber rechts auch, und das war so ein Hin und Her. Als ich dann schreiben lernen musste, habe ich manchmal Sachen spiegelverkehrt geschrieben und dann hatten sie gesagt, okay, er wird umerzogen zum Rechtshänder. I was like two-handed and I could do a lot of things left and a lot of things right with a right hand and a left hand and I was always switching around and never knew exactly what hand to use and stuff. So they experienced that I could draw more with a right hand than with a left hand. I drew with a left hand too, but I drew more with a right hand. So they said, okay, we're gonna make a right-hander out of this guy. Ich wurde also von Linkshänder auf Rechtshänder umgezogen. So I was like conditioned from left-handed to right-handed being, you know.
was like, I had both hands used, but I was left-handed and then was set to go to the right. Also, obwohl ich sehr viel mit links gemacht habe, sollte ich dann Rechtshänder werden. Das war damals so, ein Dr. Simser hat das dann bei uns hier in dem Ort gemacht. Dr. Simser conditioned me to right hand and at ground school. Ground school? Ist es Ground School in Englisch? Ist es wirklich Grundschule? Also Ground School in Englisch? So I had a little bit problems with my hands and I was a clumsy kid with my feet too and everything. Even my thoughts were like this sometimes, like what hand do I use, what foot do I use, is this right what I'm doing here and stuff. Also ich hatte immer dann schon ein bisschen Probleme und war ein bisschen schusselig. Ich habe dann links mit rechts oft vertauscht und wusste auch nie, wo mein Sprungbein ist. Auch in meiner Denke war ich so ein bisschen über Kreuz immer alles und habe nie gewusst, ist das jetzt links oder rechts und linker Fuß, rechter Fuß, was mache ich hier eigentlich, ist das alles gut, was ich hier mache. Ich kenne eine andere, die hat auch so Probleme gehabt wie ich mit der Handschrift und sowas in ihrer Kindheit. I know somebody who is conditioned from left to right too. She had problems with handwriting also. Bei ihr war es auch so, dass sie manchmal nicht genau wusste, welche Hand soll sie benutzen, wo ist ihr Sprungfuß, mal ist sie von links abgesprungen, mal von rechts abgesprungen. She never knew what hand do I use here in that situation or when I jump from what leg do I jump? Is it left leg or right leg? And like me, wie bei mir, so war immer so ein Problem. It was always a little a problem in sports and other situations. Hi Philippa. And when the teachers tell you over half a year that you're have to keep on working every day, and you work every day on your writing. And your writing is not so good, it's bad. Your writing is bad. You gotta work on your writing, it's bad, it's bad, it's bad, it's bad. It's standing you here, we say in German. Also, also, wenn man ein bisschen zu viel üben musste, mit der rechten Hand zu schreiben, dann und die Lehrer immer gesagt haben, deine Handschrift ist immer noch schlecht, 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 schlecht am schlechtesten. Du musst noch mehr arbeiten, du arbeitest stundenlang jeden Tag und immer wieder kriegst du nur zu hören, es ist schlecht, schlecht, schlecht und es wird nicht besser und irgendwann steht es dir hier oben. So, I was like, okay, enough of that. It doesn't get any better. This is my handwriting now. Also irgendwann habe ich gesagt, okay, genug davon. Es wird eh nicht besser. Ich kriege immer nur geschimpft, dass es nicht gut ist. Das ist halt meine Handschrift jetzt. As soon that I could, I always wrote things with computer. Also sobald ich konnte, habe ich auch immer dann Sachen mit Computer geschrieben und so. And I like fantasy and books and writing books. I made a couple of short stories and I had always a big imagination. Ich hatte also immer eine große Fantasie und mochte es auch schon frühzeitig zu schreiben. Ja, habe auch ein paar Kurzgeschichten geschrieben. In the middle school, could say maybe high school in English, I had an idea for a book that I never finished. I had just made like 10 pages or maybe 20 von Red Fist. Ich hatte in der Mittelschule sozusagen, 8. Klasse oder 6. Klasse, ich weiß nicht mehr genau, hatte ich ein Buch angefangen, weil ich nie zu Ende gebracht habe, von 10 oder 20 Seiten, vielleicht so die rote Faust. Es ging darin um ein Geschwisterpaar oder ein Zwillingspaar Brüder, das sich auseinandergelebt hatte. Da sind einige Sachen der Familie passiert, warum die beiden aggressiv aufeinander wurden oder sich nicht leid macht. Were two brothers of the family and something happened in the family and they were living apart and going apart and were aggressive to each other in the change of events. So it was Red Fist because the fist was a bloody fist. I even drew a bloody fist on some front page Picture I made. Ich habe sogar eine rote Faust mit Blut gemacht, so von wegen als Bild für eine erste Seite und so. But I got 100 more ideas. Ich habe 100 mehr Ideen bekommen und so even came one time to Roleplay. Ich hab sogar irgendwann ein Rollenspiel ausprobiert. Ein Freund von mir hat mich dazu gebracht. Hallo Kai. Ja, da habe ich dann schon frühzeitig mit Rollenspielen ausprobiert und habe alles Mögliche gemacht, bin auf Conventions hin und so. So I tried Roleplay because a friend of mine brought me to the Roleplay Games
And I tried some different ones out and went to conventions and was looking around for this. And in that time, I had paused the comics and I like space operas like Star Trek or the other Star something. With the last episode ruined everything for me now. But at that time, it was pretty good. Da habe ich sogar Space Operas geguckt, sowas wie Star Trek und anderes Star irgendwas, was mit der letzten Episode für mich überhaupt nicht mehr so toll ist, wo es ein bisschen abgeflacht hat. Da habe ich von den Comics pausiert, aber in der Zeit, weil ich mit Rollenspiele und Serien und Filme und so mehr zu tun hatte. Because I had more interest in role-playing games and movies and other stuff. I paused the comics and when I went 18 with a friend of mine here in Germany, when you were 18, you could look and watch every movie out there. The highest we have is for 18 years old. So we went on a hunt or something like that, and weekend after weekend we watched those 18 years older movies. Als ich 18 geworden bin und zusammen mit einem Freund, der auch 18 war, sind wir dazu übergegangen, haben alle möglichen Filme uns reingezogen, die alle ab 18 waren. The only thing that I still like about this time was all that Freddy movies. All die Freddy-Filme mochte ich seit der Zeit. Ich mochte diesen Horror mit Freddy, weil manchmal war er zwar ein bisschen blödsinnig, aber er war sehr fantasievoll. Es war eine Traumwelt und diese Traumwelten auch bei Cthulhu, bei Rollenspielen und so, habe ich schon immer irgendwie gemocht. Freddy movies I like because of the fantasy and the things that you could do there or what happened there. And I always liked those Dreamlands and Fantasylands, like in Cthulhu Roleplay. Meine Interessen sind eigentlich breit gefächert. Ich habe viele Interessen, aber auch an Politik und auch an unsere Welt, was so passiert, habe ich so ein bisschen Interesse gefunden, aber auch erst als Erwachsener irgendwann. My interests are very broad, what I like, and I even like a little bit the politics of our days, of our world, just as an adult, I watched over the politics and stuff. Schönen Gruß an Ani, was er da drüben in Amerika macht, ist wirklich einmalig. Ja? Er scheint sich immer zu engagieren, auch für eine bessere Welt. Es muss eigentlich gewürdigt werden, von einem Actionheld von Filmen zu so einer großen Klasse-Typ. Das eine schließt sich natürlich nicht das andere aus. So, Arnie is a real inspiration. What he've become from an action hero to somebody who's done very much in our politics and does everyday things for our world. And for our environment, it's not to say that the one goes without the other. You can't be action hero and somebody who's into politics, but it's good work what he's doing. Und er spricht Deutsch. And he speaks German. So that's about it in that video. Leave a thumbs up if you liked it and comment please if you're from Altamont Springs or Homestead. And that should be it for today. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dieses Video. Wenn euch es gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und für heute wird es das erstmal gewesen sein. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst auch Kommentare da, wenn ihr von Altamont Springs seid oder von Homestead. Bye. Tschüss.